Schnelle Konter und das Tor durch Caroline Groke. Da kann man dem Passgeber gar keinen Vorwurf machen, so wirklich. Das ist das, was ich sage. Die Bewegung ohne Ball. Und wenn... Und Künzel mit dem Tor, da steigt sie hoch, nimmt sich den Beruf. Und wenn Julia Kluth sich ein bisschen locker bewegt, ein bisschen Beinarbeit hat, dann kann sie auch so einen Pass, der auch ein bisschen unglücklich kommt, aber definitiv sicher mit beiden Händen und dann kann das Spiel aufgezogen werden. Das sind Kleinigkeiten, technische Fehler. Und umso weniger technische Fehler man hat, umso weniger läuft man in die Konter der Frankfurter und kann dann das Spiel auch mitbestimmen und irgendwann auch zum Ausgleich eventuell kommen. Ja, jetzt gilt es erstmal, eine gute Abwehr zu stellen. Jetzt gibt es gelbe Karte gegen Marie Kinscher. Und auch das wichtig, Anne Pöschel mit der Hand am Ball. Aber auch gleich mit dem überflüssigen Konterpass. Alle ablaufenden Konterspielerinnen waren soweit abgedeckt. Dann nimmt man den kurzen Pass und macht das Ganze natürlich dann meiner Meinung nach über die zweite Welle. Ist wahrscheinlich dann auch die bessere Lösung. Fühlt sich selber nachher auch gedacht haben, als das Ding unterwegs war. Und beim nächsten Mal macht es besser. Boah, da hat sie sich klasse durchgesetzt, die Valerie Celinusche. Und jetzt gab es auch gelbe Karte gegen Wendy Künzel. Oder? Nee, war das gegen Jule Kluth? War die sechste? Ja, Jule Kluth. Gibt es Freiwurf für Grünwald Schwerin? Ja, sie stören sehr schön, also sie stören ja schon das Aufbauspiel nur alleine in der Welle, in der Bewegung. Kommen die Frankfurter sehr gut raus auf die ballführende Spielerin. Ja, und das gibt 2 Minuten gegen Franziska Mau und 7 Meter. Da hat sie ja fast schon drauf gewartet und lässt sie wirklich eiskalt auflaufen. Sieht übel aus, man kann sich dabei einiges wehtun, glaube ich. Glück, dass Jule Grünwald schon hier steht. Und der fällige 7 Meter jetzt von Wendy Künzel. Und sie verwandelt zum 5:7. Und der Treffer von Lisa Marie Preis zum 5:8 und das in Unterzahl. Das sind einfach Fehler, die dürfen nicht passieren. Und Frankfurt nutzt das eiskalt aus. Erstmal ist man in der Überzahl in der Abwehr und fängt dort einen dermaßen freien Wurf aus dem halbrechten Rückraum, der überhaupt nicht vorbereitet ist, aber auch keiner in der Lage ist, da mal rauszutreten. Dann kommt es dazu, beim Anwurf will man schnell passen, will man das Spiel schnell machen, macht vorne einen Fehlpass und man bleibt einfach stehen und lässt den Konter über sich ergehen. Und somit für Frankfurt einfaches Spiel und einfache Tore. Und auch hier macht Wendy Künzel keine gute Figur beim Abspiel. Und so langsam wird es Zeit. Ja, der Torhüter macht sich schon warm auf der Schweriner Seite. Der Torwartwechsel scheint bevorzustehen. Aber es muss natürlich auch was im Aufbauspiel nach vorne passieren. Und ja, man wäre vielleicht auch eine Auszeit angebracht, um die Mädchen wach zu rütteln? Na, ich denke mal, damit sollte man noch einen Augenblick warten. Man hat ja die Möglichkeit zu wechseln, um zu gucken, ob es dann vielleicht besser wird. Und dann in dem Fall, wenn es nicht fruchtet, dann dementsprechend die Auszeit zu nehmen. Aber wie gesagt, Sprint ist auch unheimlich schnell und nervös, geht unheimlich schnell in den Abschluss. Teilweise auch gar keine Möglichkeit für den Trainer mal zu reagieren, eine Auszeitkarte abzulegen, weil die Mädels halt unheimlich schnell zum Erfolg kommen wollen, aber es leider
ja, in den ersten 15 Minuten noch nicht wirklich geschafft haben. Ja, Kerstin Felke, war das mit dem Fehlwurf? Das machen die Frankfurterinnen deutlich besser und Schwerin hat noch Glück, dass sie jetzt zum vierten oder bereits das Aluminium treffen. Und das gibt Abwurf für Frankfurt. Jetzt kommt das, was du sagtest. Er hat noch ein, zwei Minütchen gewartet, ein, zwei Angriffe. Aber jetzt ist auch beim Trainer von Schwerin die grüne Karte schon in der Hand. Sieht auch sehr unzufrieden aus, ist sehr angespannt. Ja, das ist halt so. Du kannst als Trainer kannst du nicht viel machen. Jetzt hat Anna Pöschel mal richtig gelegen, hat auf die gezogene Ecke reagiert. Und schon hat sie auch mal einen Ball aus dem Rückraum. Ja, aber wenn ich den weggeworfene Bälle, das ist ganz, ganz traurig. Damit machen wir es, wie gesagt, Frankfurt macht jetzt, glaube ich, sein fünftes oder sechstes Tor über die Kontersituation. Und jetzt die Auszeit genommen von Andreas Badlau. Und ja, das ist an sich überfällig. Sein Team strahlt überhaupt nicht das aus, was sie ausstrahlen wollen. Nämlich, dass man den Tabellenführer Frankfurt hier schlagen kann. Ja, sie müssen ja erstmal Selbstsicherheit ausstrahlen. Sie müssen halt auch ein bisschen, sag mal, die Körpersprache ist nicht vorhanden. Lassen alles schon so ein bisschen in den Kopf hängen. Und wie gesagt, wenn man es Frankfurt so leicht macht mit diesen Schnellangriffen, die werden gezielt angesetzt, die werden gezielt durchgezogen. Nun bleibt es halt abzuwarten, ob Schwerin jetzt das richtige Mittel gefunden hat. Umstellung sehe ich bisher noch keine. Nein, Schwerin wird so weiterspielen. Alle Mann wieder an Bord, die erste Sechs steht wieder. Ja, bisher konnte niemand so richtig sein Potenzial hier abrufen. Allein wenn die Künstler, das scheint mir so ein bisschen als Aktivposten. Aber ansonsten alle unter Normalform. Ja, Wendy reibt sich auf. Sie versucht, sie denkt, sie lenkt. Ist natürlich dann auch in vielen Aktionen unglücklich. Ob es nun beim Passspiel ist oder auch selber beim Torwurf. Und das muss jetzt alles besser werden. Ja, auch da, auch wenn der Wurf jetzt vorbeigeht, auch in der Aktion an sich. Man hat einfach gesehen, dass die Mannschaft nicht gedankenschnell genug ist. Das Tor von Manja Kelm. Einfach dieser Wechsel eben, diese angesagte Aktion, diese Auslösehandlung, wo einfach nicht gedankenschnell mitgedacht wird, nicht alle so schnell denken wie eben Wendy, und deswegen wirkt die Aktion an sich schon sehr, sehr unglücklich. Ja, aber es war mal was, wo ich sage, man hat eine Bewegung gesehen. Man hat gezielt darauf, auf diese Kombination darauf hingewiesen. Man hat sie gespielt, den Ablauf über Außen, Halb und Mitte. Und dann ergibt sich eine Chance für die Werferin. Ja, und jetzt gab es auch mal den 7-Meter für Grün-Weiß-Schwerin, wenn die Künstler erneut und lebt erneut sicher. Aber bei Frankfurt klappt es auch weiter hervorragend. Jessica Jander mit dem 12:6. Jule Grünwald mit der gelben Karte jetzt. Ich glaube auch bei Schwerin müssen die gelben Karten jetzt, glaube ich, auch voll sein. Ja, es ist die dritte. Und Torwartwechsel auf Schweriner Seite. Susi Grimm jetzt im Tor. Anna Pöschel wirkte sicherlich auch unglücklich, weil die Abwehr sich auch ein wenig im Stich gelassen hat. Und wieder bei Content kann man nicht viel aus, dass man 1-1 erwähnt. Man hat das Glück oder man hat es halt nicht. Ja, aber vielleicht hat Susi Grimm ja jetzt das Glück. Wenn die Künstler hat es in dem Moment nicht, dann trifft nur das Gehäuse. Freiwurf. Und jetzt gibt es 2 Minuten erneut gegen Frankfurt. Gegen Preis. Ja, Torwartwechsel bei Frankfurt. Skripsack gegen Künzel.
Auch diesen versenkt. Künstler sicher. Sieben, zwölf. Man findet es auf grün-weißer Seite, aber einmal ist jetzt nochmal angehalten, in der Abwehr vernünftig zu arbeiten. Mal gucken, ob Susi Grimm die ordnen kann. Sie ist auf jeden Fall lautstark dabei. Auf jeden Fall darf es jetzt nicht passieren, in der Überzahl einen Treffer zu kassieren. Man sollte eher den Ball abfangen und vielleicht ein, zwei Tore mal selber drauflegen. Dann sieht das Ganze schon viel freundlicher aus. Aber dann kommt man in die Situation, verschiebt gut nach außen und dann passiert es, Abwehr durch den Kreis. Natürlich ärgerlich, gerade gegen fünf Spielerinnen. Ja, und jetzt 7 Meter. Groke macht sich bereit gegen Susi Grimm. Hat die Ecke gehabt, ist aber nicht dran. Tor für Frankfurt. Aber der Ball muss aufs Tor natürlich von Jule Kluth. Ja, das sind aber meiner Meinung nach gar keine Würfe. Da ist kein langer Arm vorhanden, da ist kein Druck vorhanden im Arm. Und dann kommt dann halt so ein Würfchen bei raus. Aber zumindest war es jetzt gut zu sehen, Spirin hat das erste Mal ihr Rückzugsverhalten verändert. Das, was vorher nicht der Fall war. Und das ist unheimlich wichtig, um Frankfurt nicht die einfachen Tore zu schenken. Ja, aber woran liegt das, dass Schwerin so sehr unter ihren eigenen Möglichkeiten spielt? Sind die so nervös? Nein, ich denke mal, Schwerin fehlt ein dominanter Aufbauspieler. Ein dominanter Aufbauspieler, der auch mal wirklich aus einer Nichtmöglichkeit einfach mal aufsteigt und ein Ding abfeuert, wo dann wirklich das Tor wackelt oder der Torhüter dem die Hände brennen. Aber das hat Schwerin halt nicht. Schwerin muss das kompakt über alle machen und nicht über eine einzelne Person. Und dann mit Glück das Tor für Jule Kluth. Und was ist? Sie rennen wieder durch ihr Fehlverhalten im Rückzugsverhalten, rennen sie wieder in eine schnelle Mitte, in den schnellen Anwurf und werden dort übertölpelt und überrannt. Das darf nicht passieren und so kenne ich Schwerin nicht und es enttäuscht mich auch ein wenig bis jetzt. Ja, ich denke, das enttäuscht nicht nur dich, sondern alle Zuschauer hier in der Halle. Mitsamt der Bank und dem Trainer von Grün-Weiß-Schwerin, die einzigen, die es hier erfreut sind, die paar Fans, die mitgekommen sind aus Frankfurt und natürlich die Frankfurter Bank. Aber hast du gerade, das war jetzt mal an sich klasse gespielt, aber dann scheitert Kerstin Völkel auch noch. Aber da sehen, wie Marie Kindscher da schimpft mit ihrer Mitspielerin, sag, beweg dich doch. Ja, sicher. Aber eben hast du gesehen, dadurch, dass alle, also es wissen ja fast alle gar nicht, was los ist, dadurch ergibt sich eine Möglichkeit, nur weil man irgendwann daran gedacht hat, dass man halt mit Laufen auch unheimlich viel bewirken kann. Ja, und viel gelaufen wird auf Frankfurter Seite. Man, das ist gut, er hat Susi Grimm klasse geholt. Und Marie Kindscher ist da vorne weg. Und das war ein wichtiges Tor, Marie Kindscher.